Hallo, herzlich willkommen hier in der E-Bike-Erlebniswelt. Erhard Mott in Lauda. Ich selbst bin der Erhard Mott und darf Ihnen unser Vorführ-E-Bike vorstellen von Riese und Müller. Das Modell Urban Touring. Urban steht für Stadt. Naja, ich erkläre es Ihnen noch ganz kurz, wo man es überhaupt einsetzt und welchen Eindruck ich von der ersten Probefahrt habe. Ich habe es jetzt intensiv getestet. Und zwar ist es eine neue Generation von Ries und Müller E-Bikes, nicht mehr mit dem Bosch-System ausgestattet, nein. Und zwar mit dem Fazua-Antrieb, kommt aus München, Fazua, ich konnte es gar nicht so aussprechen als Franke. Interessant auch, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Start-up-Unternehmen, sondern mittlerweile ist Porsche eingestiegen und bringt da noch das ganze Know-how und Kapital mit. Ein wirklich perfekt ausgereiftes System in der zweiten Generation. Es ist der Riede 60 Antrieb drin. 60 steht für 60 Newtonmeter Drehmoment. Wir haben einen 430 Wattstunden Akku hier integriert. Hört sich jetzt vielleicht, sagen wir mal, wenig an, 430 Wattstunden. Ich erkläre Ihnen aber ganz kurz, warum das ausreichend ist. Ja, also es ist endlich, sage ich, ein E-Bike, mal wieder unter 20 Kilo Eigengewicht. Das war lange nicht mehr möglich, weil aufgrund von immer mehr Sicherheitsansprüchen, immer mehr von Technik, immer mehr, es muss alles können und vor allen Dingen für schwere Leute ausgelegt sein, sind die Räder immer stabiler gebaut worden mit Federgabel, mit Federsystemen, pipapo und habe mittlerweile nahezu 30 Kilogramm Eigengewicht erreicht, je nach Schaltung. Und jetzt auf einmal kommen wir hier daneben mit so einem leichten filigranen E-Bike wieder daher. Ich habe es gefahren und auf den ersten Anhieb habe ich mich verliebt. Es ist wie zu der Zeit, als ich noch Rennmaschine gefahren bin. Da war ich noch jung. Hat Spaß gemacht. Und ich setze mich auf das Rad drauf und es macht wieder Spaß. Allerdings mit E-Antrieb, mit diesem Fazua, denn mittlerweile bin ich, glaube ich, 20 Kilo schwerer und bin immer ganz so fit wie früher. Also das ist jetzt dieser Ausgleich, den der Motor macht. Man fliegt wieder förmlich dahin. Also dieses leichte Gefühl der hohen Geschwindigkeit und man nähert sich sehr schnell den 25 km/h, der Grenze der Motorunterstützung. Und dann darüber hinaus ist es ein leichtes weiter zu beschleunigen, denn das Rädel ist ja leicht. Ja, also der Antrieb selber, Teste sind bei uns auf der Berg hoch oder auf der Ebene. Wir haben nur drei Unterstützungsmodi, mehr braucht man nicht. Es lässt sich alles hier total einfach bedienen. Das Rad ist total puristisch, also reduziert auf das Wesentliche. Viele, die jetzt komfortverwöhnt sind, denn es ist sicherlich zu hart, da ist keine Federgabel drin, da ist keine gefederte Sattelstütze. Man könnte sowas optional einrichten. Ich bin mehr dafür, den Charakter dieses E-Bikes so zu behalten, so wie es jetzt ist. Reinrassig, ganz klar definiert, sagenhaft schnell, wunderschön agil. Bei Hochgeschwindigkeiten habe ich es ausprobiert, ist es sehr spurstabil, also ich konnte wieder freihändig fahren bei hoher Geschwindigkeit. Ich könnte Ihnen nur eins empfehlen, melden Sie sich an bei uns zu einer Kaufberatung und Probefahrt in Lauda. Wir machen mit Ihnen einen Termin aus, kommen Sie vorbei, wir zeigen Ihnen noch vorher, welche Teststrecken das wir haben und die können Sie dann bei sich da auf Ihr Smartphone laden. Ja, und dann würde ich sagen, steht eigentlich der Sache nichts mehr im Weg, hier in einer neuen Dimension zu E-Biken. Also bis bald. Tschüss, Ihr Erhard Mott und mein Team.